Mit diesem BMW X5 vereint der bayerische Automobilhersteller erstmals das Plug-in-Hybrid-System E-Drive mit dem intelligenten Allradantrieb X-Drive in einem Sports-Activity-Vehicle. Das SAV nennt sich X-Drive 40e und ist zugleich das leiseste unter den X-Modellen. Wir haben bereits bei der Entwicklung des Basisfahrzeugs, des Serienfahrzeugs X5, so wie Sie es kennen, den Plug-in-Hybrid mitgedacht. Damit sind entsprechend die Bauräume, wo wir die elektrischen Komponenten unterbringen konnten, bereits berücksichtigt worden. Vor 16 Jahren betrat der BMW X5 die Bühne und ist seitdem kaum mehr aus dem Straßenbild wegzudenken. Mit seiner Plattform liefert der X5 die ideale Basis für die zusätzliche Technik. Im amerikanischen Werk in Spartanburg läuft der X-Drive 40e vom gleichen Band wie seine Ottomotor- und Dieselbrüder. Der Elektromotor samt Antriebsstrang wie auch die Hochvoltbatterie finden bequem auf der Plattform des X5 ihren Platz. Sehr wichtig war uns, dass wir den Gewichtszuwachs, der ja zwangsweise entsteht, wenn man einen zweiten komplexen Antrieb ins Fahrzeug integriert, dass wir diesen Gewichtszuwachs limitieren konnten. Und dann war uns sehr wichtig, die Variabilität des Fahrzeugs vollständig zu erhalten. Der Basis X5, der Serien X5, ist ja bereits sehr variabel und verfügt über einen großen Kofferraum. Uns war wichtig, das eben zu erhalten. Das ist eine Stärke des X5. Wir verfügen jetzt über einen Kofferraum von 500 Litern und bei umgeklappten Rückenlehnen 1720 Litern. Und wir haben sowohl im elektrischen als auch im verbrennungsmotorischen Betrieb die volle X3-Verfügbarkeit des Fahrzeugs. Im Innenraum wird man nicht überrascht sein, hier ist doch alles beim Alten geblieben. Für schüchterne Zeitgenossen ist das gar nicht schlecht. Alles folgt bekannten Mustern. Man muss nichts Neues lernen. Das Fahrzeug profitiert natürlich von den Entwicklungen, die wir bei BMW i gemacht haben. Zum einen von der technologischen Seite, zum anderen aber auch von den Serviceangeboten, die wir dort haben. Beispielsweise, um nur mal die App zu nennen, es wird zum Serienstart eine App-Verfügbarkeit, mit der wir zum einen die öffentlichen Ladesäulen lokalisieren können und dann auch gleich ins Fahrzeug übernehmen können. Wir haben eine Möglichkeit, per Fernabfrage den Zustand des Fahrzeugs abzufragen, beispielsweise, wenn er jetzt gerade geladen wird, welche elektrische Reichweite habe ich im Moment, welche verbrennungsmotorische Reichweite habe ich. Ich habe die Funktionen, wie sie auch im Serienfahrzeug verfügbar sind. Ich kann das Fahrzeug verriegeln aus der Ferne beispielsweise oder auch entriegeln. Ich kann Lichthupe und auch Hupe bedienen. Im Rahmen von BMW 360 Grad Electric wird ein Rundum-Service einschließlich Lieferung und Montage der Ladestation sowie Wartungs-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen angeboten. Mit dem Service Charge Now und der Charge Now-Karte bietet BMW den unkomplizierten Zugang zu Partnerladestationen an. Bezahlt wird später per Rechnung. Die Kosten für das Laden liegen je nach Tageszeit zwischen 2 und 7 Cent pro Minute in Deutschland. Vollgeladen ist die Batterie hier in weniger als 3 Stunden und reicht dann für 30 Kilometer rein elektrisches Fahren. Wir haben zusätzlich noch die Möglichkeit, und das ist eine ganz wichtige Funktion in dieser App, wir können die Standklimatisierung aktivieren und programmieren. Wir haben ja bei diesem Fahrzeug die Möglichkeit, sowohl elektrisch zu kühlen als auch elektrisch zu heizen. Und die App bietet die Möglichkeit, das eben ferngesteuert zu programmieren. Zusätzlich nach Fahrtende gibt es die Möglichkeit, noch bestimmte Statistikgrößen abzufragen. Wie viel bin ich elektrisch gefahren? Welchen Verbrauch habe ich gehabt? Daten wie diese. Der leise Riese hat 230 kW Systemleistung und sprintet von 0 auf 100 in 6,8 Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit im Verbrennungsmodus liegt bei 210, rein elektrisch gefahren bei 120 km/h. Den Verbrauch für das SAV gibt BMW mit 3,4 Litern auf 100 Kilometer an. Der X5 ist sicher nur der Anfang der neuen Plug-in-Hybrid-Modelle von BMW und er ist ein Beispiel, wie sich ein SAV trotz seiner Größe mit einem grünen Gewissen vereinbaren lässt. Ab November 2015 wird er dann auch auf deutschen Straßen leise daherrollen.